Der Eimer ist mit 10 Liter Wasser gefüllt. Welche Kraft muss das Mädchen aufbringen, um den Eimer anhand der Rolle aus dem Brunnen zu ziehen? Der Rauminhalt Wasser beträgt 10 Liter. Das ist die Gelegenheit, daran zu erinnern, dass 1 Liter immer einem Kubikdezimeter entspricht, was also bedeutet, diese 10 Liter Wasser entsprechen 10 Kubikdezimeter Wasser. Da es sich hier um Wasser handelt, entspricht 1 Kubikdezimeter genau einem Kilogramm. Das gilt aber nur für Wasser. Da es sich hier um Wasser handelt, wissen wir, dass die Masse 10 Kilogramm beträgt. Was wir suchen, ist die Stärke von dieser Kraft F, die das Mädchen anwenden muss, um den Eimer mit 10 Liter Wasser aus dem Brunnen zu heben. Wir wissen aber, dass die Stärke dieser Kraft F der Gewichtskraft G entspricht. Und diese Gewichtskraft G wird berechnet durch M mal klein g, wo wir für klein g 9,81 Newton pro Kilogramm einsetzen werden. Wir wissen also, die Kraft F, die anzuwenden ist, ist genauso groß wie die Gewichtskraft G, weil das ja eine feste Rolle ist. Für groß G setzen wir M mal klein g ein. Dann ersetzen wir klein m durch 10 und klein g durch 9,81 und finden so 98,1 Newton. Die Stärke dieser Kraft F, die also anzuwenden ist, beträgt 98,1 Newton.